Hallo Leute, Matthias schon wieder aus dem wunderschönen Thailand im Dusit Park Kondominium. Dusit Grand Park Kondominium heißt es eigentlich. Ja, wir gehen jetzt mit den Kindern ein bisschen im Pool schwimmen, und zwar da zum Kinderbereich. Man sieht sie, der Pool ist riesig. Also da geht er los und geht dann praktisch bis da nach hinten, und auf der anderen Seite kommt er wieder zurück. Also wenn man den einmal durchgeschwommen hat, ja, das reicht dann vorerst mal. Also da ist man ganz schön müde. Also man sieht, sie geht da bis nach hinten. Und hier auf der anderen Seite kommt er dann zurück. Gibt immer wieder mal Brücken. So wie ein größerer Fluss halt, der da praktisch um das ganze Kondominium im Innenbereich geht. Das ist jetzt der Bereich für die Kinder. So, man sieht es mit Rutsche und allem drum und dran. So, hier man sieht es, geht dann der Pool so wieder zurück, was bis fast zum Eingangstor. Ne? So, da schauen wir mal, wo die Kleinen sind. Man sieht, alles sehr schön gemacht. Alles vom Feinsten, modern. Eine Dusche gibt es da auch. Werden die Kleinen mal abgeduscht. Die gehen zuerst ins Wasser. Ich gehe danach, ja. So. So, also auf geht's. Gar nicht so viele Leute. Spät am Nachmittag, ich glaube 4 Uhr ist das jetzt. Oder 4:30. Also Platz jede Menge. Liegen hat man auch dabei und Schirm. So, da ist jetzt der Kinderbereich. So, schauen wir den Kindern ein bisschen beim Planschen nach zu, bevor ich dann auch ins Wasser gehe. Ja, die haben ihren Spaß hier im Pool, weil draußen am Strand ins Meer, da dürfen sie eigentlich nicht, weil da sind die Wellen zu hoch. Und auch Gefahr von den Quallen da und so. Nee. Hier ist es besser. Da kann nicht viel passieren. Ne? Ein bisschen in diesem Bereich mit der Rutsche hier genauer an. Schon riesig die Anlage. Ne? Da gehen wir noch ein bisschen hier herüber. Also das Gebäude hier, das ist das Fitnesscenter. Auch sehr gut ausgestattet. Mit allem, was man nur so möchte. So, und wer kommt denn da? Da kommt ja noch jemand. Etwas spät, aber. So, das ist unsere Amon-Rad. Hallo. Hallo. So, wir schauen trotzdem noch mal hier von der Brücke den Pool an. Also wie gesagt, das ist das Fitnesscenter.
Und da vorne ist der Eingang zu unserem Apartment, wo wir wohnen. So. Mir gefällt hier, dass es nicht zu hoch die Gebäude sind. Also sind jetzt, wie viele Stockwerke sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloß. Ne? Also diese Hochhäuser da, die ganz großen, das wäre eigentlich nichts für mich. Aber gut, sind auch mit Sicherheit schön. So, das wäre es also, das Dusit Grand Park. Da wollen wir jetzt auch mal gleich ins Wasser gehen. Ne? Ja, where is your swimming trouser? In water pipe? Nicht? Hey, why not? Aha. Slider, oder? They go? Slider. Aha, die gehen zur Rutsche, das muss ich mir mal anschauen. Sie da keine Angst haben, naja. Jetzt die Treppen rauf. Also man sieht, da ist dann das Ende vom Pool. Rechts geht er nach vorne. Aha, da kommen wir. Oh, das war schon mal die One Eye. Die kommen nur ganz langsam, klar, damit die nicht Angst kriegen. Ja, ja. Immerhin, aller Anfang ist schwer. So Leute, also ich kann nur sagen, ein sehr schöner Pool, sehr groß, sauberes Wasser. So, da werde ich mich auch jetzt mal ein bisschen in den Schatten setzen, bevor ich dann ins Wasser gehe. Also ich will unbedingt auch mal schwimmen. Ne? So Leute, also das ist der Pool vom Dusit Grand Park. Ich sage es nochmal, ein sehr schöner Pool, sehr groß und mit allem drum und dran, was will man da mehr. Kann wunderschönen Urlaub hier machen. Ne? So, ich werde jetzt auch gleich ins Wasser gehen. Natürlich nicht hier zu den Kindern, sondern wo es ein bisschen tiefer ist. Ich würde gerne mit denen planschen, aber es sieht ein bisschen blöd aus, wenn ich jetzt hier da im Wasser was bis auf die Knie komme. Ne? Ich gehe ein bisschen schwimmen. Ich sehe gerade, die wollen da noch ein bisschen herumrutschen. Ja, also. Ich komme mal. Thank you.
Leute, der Voran geht mal duschen. Pulong leer, dann. Warte mal. Pulong leer. Hilfe, ich ertrinke. Die Wasserflasche, jetzt kommt dann das Wasser. Ich bin jetzt hereingekommen wegen den Kindern. Ja. Lamai. Ja, hier genau dasselbe. Wann mai? Apu. Okay, Leute, jetzt bin ich in meinem Element. Ich hoffe, dass man mich hört. Ja, herrlich. Also Leute, was soll ich sagen? Urlaub halt, ne? Ein bisschen Fremdfall. Sehr schöne Anlage, ich sag's nochmal. Der Pool sowieso. Und den Kindern macht Spaß, uns auch. Das Wetter, ja gut, es regnet nicht, das ist schon mal sehr wichtig. Kalt ist es ja auch nicht. Und es ist halt Regenzeit, ne? Und Nachsaison, klar. Okay, das war's dann auch schon wieder mal mit einem kurzen Video von Dusit Grand Park Kondominium. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.